spätestens 15 Jahren siehst du genauso aus. Genau. Nein, ins Maul, so, Junge. Genau so. Peinliche Nummer, wenn man merkt, was für ein Alman man eigentlich ist. Ich hab keine Waschmaschine. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wundert euch bitte nicht über meine Frisur. Ich musste mir leider Gottes Wasser über den Kopf kippen. Grüße geht raus an die nächste Folge. Und wenn ich du wäre mit dabei, ist heute leider auch Wi-Fi D. Ich hatte eigentlich vor, dieses Video alleine zu machen, Leute. Digga, ich kann so nicht aufnehmen. Meine Haare sehen so katastrophal aus, Alter. Sehen die auch ohne Wasser. Lukas, deine neue Frisur, wirklich abstoßend. Digga, meine neue Frisur ist lit. Wir schauen uns heute gemeinsam Alman-Memes an, meine Freunde. Und ich habe Lukas eigentlich nur dabei, weil Lukas ein noch größerer Deutscher ist als ich tatsächlich. Hallo. Lukas ist tatsächlich derjenige, der, glaube ich, im ersten Jahr bei den ersten 50 Euro bei YouTube direkt schon eine Steuererklärung gemacht hat. Ich würde sagen, Lukas, wir fangen direkt an mit dem ersten Bild, reagieren darauf und ich will eigentlich am besten gar nichts von dir hören. Ich habe dich einfach nur dabei, damit ich hier alleine bin. Wir sehen hier niemand wirklich mit Alman. Monis, Digga, zu schlimm, oder? Zu schlimm. Auf Realtalk, wo ich dein Auto ausgeliehen hatte, ich wollte dir so einen Sticker drauf machen. Ich hab den sogar noch hier. Da steht, ich glaube Prinzessin-Taxi oder sowas. Junge, 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 oder so Baby on Board und so. Oh, Digga. Anders wild, Digga. Monis Zicken-Taxi, das ist schon wirklich. Und dann noch in dem Fiat Panda, Junge. Natürlich. Niemand, immer noch niemand. Almans, hey, ich weiß, du bist in Quarantäne, du schuldest mir noch 2 Euro. Bro, wir hatten früher einen bei uns in der Klasse, der ist wirklich hingegangen und ich habe mir 20 Cent von dem geliehen. Da kam der nächsten Tag, Zinsen, Zinsen. Dann hat der Zinsen und Zinseszins, weil wir das gerade gelernt haben in der Schule, auch 20 Cent aufgeschlagen. Sich vollkommen berechtigt, dass ich am Ende 50 Cent zahlen musste. Der ist damit zur Lehrerin gegangen, weil ich mir 20 Cent für 4 Center-Shocks geliehen habe. Was soll das? Junge, ich glaube, der ist mittlerweile beim Finanzamt. Da muss ich ehrlich sagen, so Endlevel-Almanis, Digga, habe ich nie gehabt. Alles klar. Alles Roger in Kambodscha. Wir kennen es, oder? Aber was gibt's noch? Alles Roger in Kambodscha und see you later, Alligator. Alligator. Oh, Junge, Digga. Gibt's Leute, Bruder, die das unironic heutzutage noch droppen, sowas? Oder ist das so ein... Nee, also ich hab's wirklich seit 4 oder 5 Jahren nie mehr gehört. Dieser Charakter von Phil Laude, der würde das safe machen. Der würde das safe machen, Alter. Vielleicht sogar Phil Laude privat, ich weiß es gar nicht. Alman und Ette, wenn sie an der Spielmaschine den Eco-Modus anstellen. I'm one with nature. Ich bin eins mit der Natur. Natürlich, Junge. Erst recht, der Name Annette. Alman Annette und Alman Achim, Digga. Schaut an die Seite Alman-2.0 auf Instagram. Zu wild. Eigentlich, Leute, ganz ehrlich, muss ich ehrlich sagen, Memes auf Instagram, eine ganz schwierige Sache. Normalerweise gehören Memes auf Reddit und nirgendwo anders hin oder auf 4chan. Aber der Seite kann ich das auf jeden Fall nachsehen, weil sie wirklich Top-Notch-Content liefern. Schaut da echt mal gerne vorbei. Digga, dieses Bild mit diesen Wölfen und dem Fuchs da vorne. Aber es ist genauso wie, wir haben jetzt eine Fahrgemeinschaft aus Umweltgründen und fahren dann zu viert aber im Porsche Cayenne und sie brettert dann mit dem BMW 1er dahin oder was, Digga. Mach's gut, Alman, mach's besser. Ich schwöre, Lukas, wenn ich so ein Bild sehe, krieg ich, ganz ehrlich, Lukas, ich weiß ganz genau, wie alt bist du jetzt mittlerweile? Ich 17. Ja, nein, du bist keine 17. Wie alt bist du? 22. 22. Boah, in spätestens 15 Jahren siehst du genauso aus. Junge. Genau so. Nee, deine Haare fallen aus und du hast hier vorne einfach so einen Haarkranz. Du hast ein bisschen fülligeren Bauch, bist besoffen und dabst immer noch als alter Mann. So stell ich mir dich vor. In 15 Jahren, Digga, guck ich mir dieses Video an, schick dir ein Bild, wie ich aussehe und ich werde nicht so aussehen. Autofahrer braucht beim Einwagen 2 Züge. Lottoschein nehmen. Führerschein im Lotto gewonnen. Hammer. Führerschein im Lotto gewonnen. Digga. Letztens bei mir auch so eine ganz wilde Situation gewesen. Ich fahre so dran und ich habe meine 360-Grad-Kamera im Auto, ne? So, da war eine Parklücke und ich halte so an und ich mache so das Fenster runter, weil so ein Typ so macht das Fenster runter und der sagt so, kommst niemals hier rein, Junge. Ich so, warte mal ab. Der so, ne, das passt doch niemals. Und ich fahre zurück in einem Zug, ja, sehe alles auf dem Bildschirm, der so, mein lieber Herr Gesangsverein, dafür aber erstmal Respekt. Das war genau das Gleiche, Digga. Der wusste halt nicht, dass ich eine 360-Grad-Kamera habe, Alter. Digga, komplett wild. Diese Leute, Lotto, Führerschein Lotto gewonnen. Junge, Junge. Kind schneidet sich in den Finger. Alman Achim, komm, wir schneiden den einfach ab, dann tut sich mehr weh. Weißt du, wenn man gerade so realisiert, dass man halt wirklich ein Alman ist, weil man jeden Spruch davon kennt oder schon gehört hat von Familie, oder? Familie kommt, das ist das Schlimmste dabei, Alter. Junge, und ich sitze dann da vorne, mein Onkel und mein Vater am Hintergrund sich über mich am lustig machen, Digga. Kennst du auch, wenn dein Vater Birkenstock nach dir wirft? Nee. Gut, alles klar. Reden wir nicht drüber.
Restaurant öffnet um 18 Uhr, Alma ist 55. Dürfen wir schon rein? Das bin aber wirklich ich. Ey, das bin auch ich, Digga. Das bin ich, Digga. Wenn ich Hunger habe, will ich essen. Ganz ehrlich, mach doch nicht so einen Film. Mach doch die Tür auf. Lass mich doch einfach sitzen. Es regnet hier draußen. Das waren wir sogar in Mailand, wo wir... Nee, in Paris, wo wir essen waren, Digga. Ja, stimmt. Wo wir mit den die deutschen Touristen mit so Rucksack und so waren wir da. Als einziger im Restaurant, Digga. Niemand sonst. Als einziger. Und die Franzosen kamen alle so viel entspannter, viel später rein. Peinliche Nummer, wenn man merkt, was für ein Alman man eigentlich ist. Wenn Alman etwas gut finden, da kann man nicht meckern. Digga, das ist einfach Trimax. Das ist einfach Trimax. Trimax ist so deutsch. Trimax Klamottenstil ist so deutsch. Trimax trägt immer eine Dreiviertelhose, egal welche Jahreszeit es ist. Draußen könnten überall blutige Dornen vom Boden wachsen, die Beine zerkratzen. Trimax trägt eine Dreiviertelhose, ja? Und dann immer das gleiche T-Shirt und dann so, nee, da kann man sich nicht beschweren. Ja, dann geben wir es nochmal was Leckeres essen. So ist Trimax. Trimax ist der geborene Bundeskanzler. Trimax ist auf Safe Call auch einer, der, wenn er so 45, 50 ist, so... Und zu Hause chillt, der wird immer nur Fahrrad fahren, so im Wald und so. Fahrrad fahren und Rasenmähen, der hat so einen Sitzrasenmäher, weißt du, was ich meine? Ja, Digga, so ein Ding. Bis später, Peter. Bis später, Sili? Was? Das kann nicht. Okay, das ist schon einmal nochmal Next Level, da bin ich schon wieder raus, Digga. Mal, das ist doch, das sagt auch keiner. Bis später, Sili. Stapel. Das hab ich aber noch nie gehört. Bis später, Peter, Digga. Alter Junge. Bis morgen keine Sorgen oder sowas. Aber diese, ja, das kennen diese, wir noch. Diese Reime immer, Digga. Warum müssen wir... Wir sind das Volk der Dichter und Denker. Lack, wir spucken auf das Erbe von Goethe, wenn wir sowas sagen, Junge. Was sind wir für ein peinlicher Haufen einfach. Junge. Wir können wirklich froh sein, dass wir so viele verschiedene Kulturen in unsere Kultur aufgenommen haben. Weil sonst wären wir wirklich echt ein sehr, sehr peinliches Volk. Sind wir. Kinder existieren all mein Hausmeister. Guess I schrei den Ono rund an. Ich schwöre es, Junge. Es wird nicht gelaufen am Flur. Ey, boah. Sie sind der Hausmeister. Sie sind kein... Es wird nicht gelaufen. Die Tür muss mal nicht knallen. Junge. Oh, hattet ihr jetzt auch, dass der Hausmeister in der Schule gewohnt hat bei euch? Nein. Ja, unser hat neben der Schule irgendwo gewohnt, ja, aber hatte noch sein eigenes Haus. Direkt unten in der Schule gewohnt und der hatte auch einen Sohn und der war ganz, ganz seltsam. Der hatte so Privilegien, der hatte Schlüssel für alle Schulräume und sowas, Digga. Tschüss. Ganz, ganz seltsam. Tschüss, Tschüssikowski. San Francisco. Was? Digga, San Francisco. Nein. Kannst, also Tschüssikowski, I go with it. Das, so, ja. Tschüssikowski, so eine Frau mit so einem Blazer und so einem Rock, die Freitagnachmittags in den Feierabend geht und sich dann nochmal drei Berliner reinfetzt am Rückweg. Das kennt man. Aber San Francisco noch nie in meinem Leben gehört. Und ich sag euch eins, wenn das mir jemand sagt, ich reise sofort aus. Ich sage auch wieder San Francisco, Digga, ich nehme mir ein Boot, fahr auf dem Ozean und bleib da. Ich wohne einfach dann off-grid, mir egal. Ich werde es in der nächsten Aufnahme zu dir sagen. Rutsch nicht zu weit, rutsch ich aus. Oh, Digga. Guten Rutsch. Rutsch aber nicht zu weit. Hey, rutsch nicht aus. Schön Salz streuen vorher, du weißt Bescheid. Junge. Guten Rutsch ins neue Jahr. Was heißt Rutsch? Was heißt Rutsch? Ja, dass man gut ins neue Jahr kommt einfach. Ja, kommt ja gut nicht... ins neue Jahr, aber rutschen, ja. Digga. Heißt das, ich muss mir einfach... Muss man dabei besoffen sein, um das zu verstehen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist das so ein Ding, dass man an Silvester hinfallen muss? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Vielleicht laufen deshalb meine letzten 6 Jahre so beschissen, seitdem ich YouTube mache, Mann. Wie man einmal... Hey, auf Real Talk, ich bin übel der Almani, aber ich habe keine Payback-Karte. Digga, ich sag immer nein und ich will auch. Wollen Sie eine? Nein! Ich sollte mir mal eine holen. Ich spare da so viel Geld, Junge. Man spart mit Payback kein Geld. Weißt du, wie das funktioniert? Ja, man kriegt Punkte und dann kann ich mir Sachen kaufen. Kaufen? Man kriegt einen Topf dafür, dass die deine Daten zu Marktanalysezwecken nutzen. Du bist ein Idiot, wenn du... Aber ich krieg einen Topf. Halt dein Maul. Halt mal dein Maul. San Francisco an der Stelle. Francisco. Lass es dir recht einfach durch vier teilen. Almans, ich hatte aber eine Brotscheibe. Das ist so real, Digga. Oh mein Gott. Ich will hier raus. Aber ey, das waren wir auch in Madeira. So ein bisschen. Nein, wir haben einfach durch vier geteilt, Digga. Ich habe auch ganz oft eingeladen, musst du auch sagen. Ich habe auch eingeladen. Ich habe auch einmal eingeladen. Ja, weil ich dich dazu gezwungen habe, weil ich 6 Mal davor eingeladen habe. Huch. Bitte hier unterschreiben. So, ich bekomme da noch ein Autogramm. Oh, Digga. Oh, immer. Oh, und dann, pass auf, dann ist das sowas. So, jetzt haben sie eine Waschmaschine gekauft. Ich denke mir so, du Dummer. Du bist der DHL-Bote. Ich habe keine Waschmaschine gekauft. Boah, Junge. Ja.
Ich schwöre, ich habe öfters in meinem Leben gehört, ich bekomme noch ein Autogramm, als unterschreiben Sie hier bitte. Junge, Junge, Junge. Ja, aber nicht von Fans, das nenne ich eher von DHL, weil Fans hast du keine. Einmal eine Ette, einmal ein Biggie, kitschige Weihnachtsdeko. Und jetzt starten wir das Haus aus. Weihnachtszeit. Schrecklich. Hätte ich mal besser nicht. Hätte, Fahrrad. Fahrradkind, das sag ich aber so oft, Junge. Ich schwöre, ich sag's richtig oft. Schlimm, ganz ehrlich, sobald man anfängt, diese Brüche und diese Mundarten zu übernehmen, ist man gefangen, Lukas. Man kommt aus dem Kreis nicht mehr raus. Du bist auch jemand, der anders gefangen ist in diesem Zirkel. Ist die aus dem Altkleidercontainer? Digga, meine Oma oder so. Früher waren das kaputten Hosen, heute ziehen die Jungen so was an. Und ich Junge, ich bin Styler. Junge, ich bin Styler. Lukas, deine Klamotten reißt aber, weil du einfach fette Beine hast, deshalb, Junge. Halt deine Schnauze, Alter. Ich hab abgenommen, ich bin nicht mehr fett. Machen wir einfach weiter. Irgendwie müssen einmal, das geht gerade rum. Ah, das geht gerade so rum. Momentan geht wirklich was rum. Ja, kann man wohl an der Stelle dann nicht leugnen. So nicht. Warum beleidigst du mich eigentlich die ganze Zeit? Bist du Jeck oder was? Wir sind ja hier nicht bei Schmitz unterm Sofa. Hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Hempels oder Schmitz? Irgendwie so, Digga. Ich Junge, hab keine Junge, Ahnung Junge. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Da wird an das der Stelle, gut. Meine Freunde, wird der Hund hier in der Pfanne ganz verrückt. Akane, ich bin an der Stelle raus. Wir gehen jetzt nochmal eine Runde Gassi. Schön im Park auf 3 Meter Abstand zu den anderen Leuten. Ich bin an der Stelle raus. Das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr deutschen Qualitätscontent genießen wollt, schaut auf jeden Fall nicht bei Vive vorbei. Da gibt's nämlich nur deutschen Minderwertigkeitscontent. Ah ja. Ich bin an der Stelle raus. Macht's gut. Tschüssikowski. San Francisco.